ausschlaggebend, bei den Jesuiten in die Gesellschaft Jesu einzutreten, war also schon so ein inneres Gespür, das ist es. Ist schwer zu sagen, aber und wenn ich heute so zurückschaue, habe ich den Eindruck, dass meine Motive, jetzt Jesuit zu werden, also noch keineswegs geläutert waren und dass alles Mögliche an Motiven da mitgespielt hat. Aber irgendwie war mir innerlich klar, also das ist es. Sicher etwas, was mich angesprochen hat, war die Einfachheit. Damit habe ich in meiner Diözese Probleme gehabt, also mit feierlichen Pontifikalämtern und allem drum und dran. Also das war nicht, das habe ich gespürt, das ist nicht meine Sache. Und da hat mich vielmehr die Einfachheit, die Nüchternheit, irgendwo auch dieser intellektuelle Anspruch, gute Ausbildung, also das hat mich dann immer mehr angesprochen und im Laufe meiner Ausbildung hat sich das dann auch immer mehr also geklärt. Bin natürlich schon auch durch schwere Krisen durchgegangen, weil ich mir dann schon die Frage gestellt habe, passt das wirklich, mache ich das, werde ich Priester in der Gesellschaft Jesu, weil wirklich ich das will? Oder mache ich das doch, weil ich merke, dass meine Umgebung das wünscht und unterstützt? Und mir ist dann doch bei allem Hin und Her vor meiner Priesterweihe also doch zu meinem Glück, ich habe mich sehr darüber gefreut und auf das kann ich mir immer wieder zurückerinnern, klar geworden, also das ist es. Also ich will wirklich Jesus nachfolgen und das lässt sich am besten, am günstigsten also tun, wenn ich mich da bei den Jesuiten einordne, einreihe.